Das wär sehr großzügig. Genau, ich bin sehr großzügig und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Anno 1800. Zarok darf diese Folge nochmal, ja, weil er in der letzten Folge den Disconnect hatte und irgendwie wenig Sachen geschafft hatte. Irgendwann auch hier Electricity, wollten wir sehen. Erstmal brauchen wir genau Öl, aber da verlieren wir doch noch mehr Geld. Guck mal erstmal, ich glaube, dass wir auch zu wenig Fleischkonserven haben. Kann das sein? Moment, ja doch, das stimmt. Ich gucke mal nach. Ja, wo guck ist mal der da Marktplatz? Jetzt lieber auf einem Lagerhaus, weil dann sehen wir, wie viele Tonnen das sind. Weil das war vorhin schon so niedrig. 13. Ja, 13. Da kannst du einfach nochmal eine Fabrik für bauen. Wir machen auch ein bisschen wenig Gulaschsuppe, ne? Brauchen wir denn Gulasch? Was ist denn Gulasch überhaupt? Die Fleischkonserve. Gulasch muss in die Fleischkonserve. Ja, dann können wir vielleicht einmal Gulasch mehr machen. Fehlende Waren. Mir fehlt noch einiges an Material. Glas. Ja, dann warte doch ein bisschen. Ja, das ist. Wo ist denn die Gulaschmacherei? Da sieht noch Gulasch aus. Ja, ja, das ist Gulasch. Wenn wir Strom hätten, könnten die halt mehr machen, aber. Ich mache jetzt noch einmal Gulasch. Ja, machen wir nochmal Gulasch. Ich würde einfach die. Ja, super. Ja. Da kann man auch sehen auf dieser Insel. Das finde ich gut. Genau, unsere Produktion wollten wir auch irgendwann mal umverlagern, aber da haben wir gerade dringendere Probleme. Ja, Geld zum Beispiel. So, das ist eine Gulascherei jetzt. Guck mal immer nochmal, was uns noch fehlt. Jetzt musst du noch mehr fehlen. Also Pelzmäntel sind klar. Ja, warte. Rot, Seife ist gut, Bier ist okay. Nähmaschine ist, glaube ich, okay. Rum ist halt wenig. Ja, Rum kommt aber immer 100 an. Ja. Vergiss wann. Nächste auch 150. Glaube ich, ne? Da ist Rum zum Beispiel. Guck mal einmal, ob du die Route jetzt vernünftig geändert hattest. Ne, du kannst da auf dem. Ja, so geht's auch. Genau, demnächst soll nämlich 150 kommen. Das war nur noch nicht, als wir das gemacht haben. Okay. Und dann noch einmal bei den Pelzmänteln gucken. Die sind auch zu wenig, ne? Wo ist denn dieses Schiff dafür? Ein Teil der Schiffsfracht wird nicht auf dieser Route gehandelt. Was? Wo ist sie denn? Da, sie fährt gerade. Da sieht man so einen weißen Punkt. Das ist sie doch bestimmt, oder? Nee, oder? Das ist ein Waypoint, glaube ich. Warum auch immer. Kann man den wegmachen? Ja, warum ist das Ding ja? Würde Chef, das. Wenn ich wüsste, wie wir die wegkriegen. Mal Rechtsklick. Ich drücke Rechtsklick. Ja. Oh, macht das denn. Das war aber vorher gar nicht so schlecht. Ja, passt das so. Wo ist denn dieses Schiff? Die Rongel. Scheinbar ist die Rongel gerade auf der Überfahrt. Dann guck mal, wie viele Pelzmäntel haben wir denn? Null. wo machen wir denn die Pelzmäntel? Bei Gordi, ne? Nee, bleib mal doch da. Die Pelzmäntel machen wir da. Nur die Pelze und die Sachen nicht. Ja, da, wo ist der Kontor hin? Also wir haben 95 Pelze. Das ist doch gut. Aber keine Pelzmäntel, warum nicht? Wie viel Baumwolle haben wir denn? Wo ist der Klopapier? 94? Wir brauchen noch eine Pelzmacherei. Ja, würde ich auch mal sagen. Ja, kostet noch mehr Geld, dann sind wir wieder im Minus. Ja, aber wenn wir mehr Pelze haben, ist ja okay. Das stimmt. Wo ist denn die erste eigentlich? Ist egal, wir kriegen. Doch, da oben ist sie. Das da, oder? Ja. Spielstand gespeichert. Und machen wieder Verlust. Ja, aber das ist eine Investition in die Zukunft. Ja, ja, ist klar. Ja, ja, ist klar. Ja, ja. Aber es wird schon gut, wenn wir bald da wieder rauskämen aus den Wiesenwallen. Aber wenn erstmal die Nähmaschinen drüben sind. Jetzt geht's ab. Alter, was ist jetzt hier? Ich hab die Nähmaschinen sind angekommen. Nähmaschinen, Pelzmäntel. Ja, oder die Nähmaschinen sind. Das kann auch sein. Aber ich glaube, wir haben wieder Pelzmäntel, oder? Oder Rum ist vielleicht da. Rum ist da. Aber jetzt erst. Jetzt. Rum ist da. Die ganze Bevölkerung. Ey! Okay, wir sollten auf jeden Fall darauf achten, dass wir immer genug Rum haben. Wir haben ja jetzt erstmal das erhöht, aber wenn wir beim nächsten Mal noch wieder zu wenig Rum haben. So, dann können wir jetzt wieder ganz viel Geld ausgeben und ja, wir müssen bald wieder Geld für irgendwelche Verträge zahlen. Hier. Strom. Also. Wie viel Unterschied das macht. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, weil die Nähmaschinen jetzt auch hier sind. Nee, überhaupt nicht. Die sind auch noch gar nicht freigeschaltet. Die bringen auch überhaupt nichts, wenn die Nähmaschinen hinschicken.
Ja, du solltest vielleicht noch ein paar mehr machen. Da ist ein Auftrag übrigens. Wo denn? Ja. Meine Angelita hätte gewollt, dass du das bekommst. Ja. Ja, Geschenk nehmen wir gerne. Da links neben die Kisten da unten drunter. Runter? Da drunter? Ja. Ach, das. Das da gehört zum Interieur. Können wir aufstellen. Geil! Wir haben attraktiver. Wir haben sowieso noch zwei Sachen da. Ah, vielleicht werden Bananen jetzt hier auch wieder. Ja, aber Bananen ist so ein Grund. Aber gut, wenn die kein Grundbedürfnis haben, dann das kann natürlich sein. Also, Öl! Ja, kostet ja im Unterhalt gar nicht mal so viel, 250, aber gut, das ist nur das erste Ding, ne? Yo, rode mal den ganzen Yo! Da werden dann zwei Ölquellen da, ne? Das machen wir mal. Du kannst noch weiter, ne, weiter links sind noch mehr Ölquellen, da sind doch drei auf einem Streich. Noch weiter, genau. Aber da ist der Holzfäller im Weg. Ja, aber die sterben ja weiter unten, weiter links, noch weiter links. So, so hättest du drei. Du musst nur den Holzfäller umziehen lassen. Ne, das geht, 90%, das geht auch. Ich mach da mal so. Ich mach da mal so ein Lagerhaus. Nein. Aber da brauchen wir bestimmt ein Dampfschiff und sowas alles für. Oh Gott. Naja, eine Ölerei, oder? Eine Ölerei. Bester Weg. Kann der noch einen Besuch bei den Bananen machen? Braucht eine Eisenbahn. Die braucht Eisenbahnschienen zum Ja, sicherlich. Zum Ölhafen übrigens. Ja. Bohrturm. Brauchen Eisenbahnschienen zum Ölhafen. Ich baue jetzt. Ich will, ach, das, fuck, den einen kriegen wir nicht. Ja, aber den da unten links. Und den auch nicht, weil du den so blöd gebaut hast. Nein, nicht direkt zwei. Das können wir gar nicht nutzen. Mehr Öl ist immer besser. Was ist das denn? Ein Fass. Wie rollt der denn das Fass? Trommelt der da nebenbei noch? Zu den Eisenbahnschienen, die wir noch nicht haben. Die wir zum Ölhafen bauen müssen, die wir noch nicht haben. Was kostet so ein Ölhafen? Das ist ein Öllager. Das ist der Ölhafen. Das ist gar nicht so teuer. Möglichst weit nah dran an den Ding. Ja, da geht's glaube ich nicht. Du musst es schon da unten machen, aber so, das ist nicht so viel. Ja, mach ich das hier hin? Ja, möglichst weit dran, also möglichst weit rechts würde ich sagen. Ja, wobei. Ich sag, dann kann ich hier den Weg runterziehen. Ja. Ne, weil wir brauchen ja sowieso eine Eisenbahn. Ja, wir machen Eisenbahnschienen. Das ist ein Ölhafen jetzt. Mit Zügen. Ich mag Züge. Das kostet Stahl. Wie viel Stahl haben wir? 14. Ich vermute, das reicht nicht. Doch, das reicht. Nee, gerade nicht. Du musst ja auch den Weg kreuzen, weil der Eingang ist da links. Vielleicht solltest du das Ding doch ein bisschen woanders hinbauen. Da links ist der Eingang, Zarok. Hä? Da, lass mich mal kurz die Maus nehmen. Nee, ach so. Warte, ich... I see what you... Ja, genau das wollte ich aber auch machen. Das ist übrigens das Lagerhaus. Ja, ja, das ist mir bewusst. Aber kann ich gespeichert. Erstmal wird das Spiel. Kann ich den Weg hier mal so schnieke wegnehmen? Und nee, dann oben ist der Weg. Rechts und links davon, genau. Das geht nicht, weil da noch ein Stück Weg ist. Ach, das ist doch jetzt nicht euer Ernst! Die Waffenruhe wurde beendet. Da müsste das doch jetzt eigentlich da so rauskommen, ne? Jo! Ja, so eine Kurve kann auch jeder Zug fahren, wie der da oben ist. Jo! Ich will den Zug sehen. Da ist er nicht. Nee, das ist kein Zug. Das ist Korn. Macht dann eigentlich das erhöht, ach so, erhöht Kapazität von Öl auf Insel. Ja, möglicherweise brauchen wir das gleich, weil wir können ja noch gar nicht. Wir haben ja keine Ölschiffe und nix, so, aber. Machen die jetzt? Töff, Töff! Achievement! Töff, Töff! Ich weiß, wie die Folge heißt. Oh, da kommt er! Da fährt er! Alter! Alter, bei der Kurve! Oh
und mit 80 Gamma in das Haus rein. Der ist doch viel länger als ein U-Bahnhof. Absolut. Ja, hier mit dem Fass, ey. Moment, ich hab den Zug jetzt fast verpasst hier. Du hast, baust doch gerade noch weitere Schienen, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen. Warum baue ich weitere Schienen? Ich baue doch gar keine. Oh, ich baue Schienen. Da kommt er. Und Handbremse und Rüpper und. Ciao. Oh, weiß schon. Finde ich gut. Auch das ist wieder länger. Wie viel Öl haben wir jetzt? 25. Sagten Sie gleich, woher Sie kommen? Zug, Zug, Zug. Zug, Zug. Da kriegen wir denn jetzt Schiffe dafür? Wir bräuchten auf jeden Fall also noch einen Ölhafen, wahrscheinlich auf unserer Hauptinsel, nehme ich jetzt mal an. Ist das Endprodukt? Das ist strategischer Rohstoff. Bleibt ja stabil, ja. Muss göttlich sein, es schwimmt auf dem Wasser. Oh, ich sehe schon, ich baue mal da oben eine Feuerwehr hin. Ja. Das, das haben wir wieder eine Ölpest gleich. Du musst gerade wieder kommen. Auf Los Condrillos. Und viel zu lange brauchen! So. Und zu Havana-Musik, ey. Jetzt guck doch mal, was wir da für ein Schiff brauchen. Ja. Nee. Ich guck das am besten über die Route nach, oder? Also wahrscheinlich brauchen wir dafür ein Dampfschiff, könnte ich mir vorstellen. Oder ist es nochmal was ganz anderes? Ich guck mal, ob wir das mit einem normalen Schiff transportieren könnten. Ja, bräuchten wir erstmal zwei Ölhafen, würde ich mal behaupten. Ölroute. Ja, oben auf Schiff klicken. Nee. Weil, ja, da steht ja auch nicht, was für ein Schiff wir brauchen, ne? Ich will den Dampfschiff. Es gibt irgendwo ein großes Problem. Ja! Warum wohl? Okay, was brauchen wir für ein... Hallo! Nein! Ich will nur das Menü dazu machen! So, dann heißt, wir müssen wohl oder übel jetzt auf so eine Dampfschifferei. Hier. Da brauchen wir aber noch einige Ingenieure. Das ist aber gar kein Problem, weil wir machen einfach wir machen uns einfach selbst Ingenieure. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Die Hauptstadt. Jetzt können wir nämlich ein Dampfschiff bauen. Also es gibt Öltanker. Hier brauchen wir 100 Ziegel. Können wir gleich machen, kann ich gleich bauen. Ja, kostet 400 mal wieder. Wir haben jetzt schon so wenig Geld, weil wir immer so teure Sachen bauen. Warte mal, ich habe hier kurze Grundsatzfrage, ja? Wir brauchen, wir brauchen Öl, um Elektrizität. Ja, dazu habe ich hier gerade auch schon. Da gibt es ganz viele Forenbeiträge. Sehe ich das richtig genau? Ich habe eine Idee. Gespeichert. Wo kann ich kein Öl nehmen? Genau, es ist aber richtig. Man müsste das per Charter machen. Das geht Öl. Auch irgendwie. Wenn du irgendwo Öl siehst, dann. Nee, Öl nicht. Lässt sich derzeit nicht via Handel einkaufen. Ich glaube, das müssten wir, also es gibt wohl auch Hauptinseln, auf denen man Öl anbauen kann. Haben wir nur nicht. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Da haben wir kein Hospital auf Los Condrillos, ne? Das glaube ich auch. Beeil dich, bau eins. Spital. Schnell, das muss ich nur mobilisieren. Haltet durch! Drückt Escape. Haltet durch, drückt Escape. Alter, mit dem Öl, das nervt. Ja, das stimmt. Da gibt es aber bestimmt einen Ausweg. Hier ist Ölquelle. Ja, aber das hilft uns hier genauso wenig. Da sind zwei Schiffe von uns übrigens.
Warum? Admiral auf der Brücke. Ist die Railgun und die Schaumkrone. Ich schick die mal zurück. Was ist das da rechts, Rock? Rechts auf der Map, genau. Oh. Ich beobachte sie auf Schritt und Tritt. Ist er hier? Gut. Ja, ich denke, das müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge in Erfahrung bringen. Lass mal heute erstmal jetzt darum kümmern, dass wir vernünftig noch stabile Wirtschaft haben. Ich werde mich da mal ein bisschen einlesen, wie das denn genau funktioniert mit dem Öltanker und so. Ja, aber das ist doch kacke, wenn wir jetzt überhaupt kein Öl machen können. Ja, irgendwie das wohl gehen. Vielleicht mit dem Hochrad darüber fahren. Das Meer. Warum kann man Hochräder bauen? Ich beantworte mal testweise. Aber wir brauchen Strom dafür. Verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. So, nur noch jetzt haben wir nur noch 270. So ein Frachtschiff brauchen wir wahrscheinlich. Nee, wir brauchen einen Öltanker. Vielleicht brauchen wir auch einen Öltanker. Da brauchen wir natürlich erst mal 20 von diesen komischen Dingern. Ja. Oh Gott. Wie lange dauert die Folge, ne? Kannst du die schlafen lassen, die Werft? Nee, ne? Wir haben jetzt nur noch 270.000, Cyborg. Wir brauchen Geld. Verkauf mal ein paar Dampfmaschinen oder so. Wir haben keine Dampfmaschinen! Ja, nee. Aber ich reiß das mal wieder ab, um Ressourcen zu sparen und vielleicht auch Geld. Auf die alte Dame ist Verlass. Genau. Ja. Ja, mach ich. Leinen los. Und zwar verkaufe ich das, wenn ich die Minimap habe, bei bei Don Galoche. Das ist die Insel. Sir Archibald Blake, meinst du? Ja, beim Arsch, genau. Alter, mit dem Öltanker, das nervt. Vielleicht kann man einen Öltanker irgendwo kaufen. Ja, wo? Hier bei irgendeinem Händler, da waren doch gerade schon Schiffe. Oh, was ist mit unserer Krankheit? Guck mal einmal, ob die ganze Insel explodiert, dann Krankheit. Nee, geht. Nee, werden doch schon hier geschlankt. So, dann stelle ich meine Arztbesuche auch mal vor. Du gehst dahin. Und schon ist gut. Ja, was mich jetzt noch nervt, ist, dass man besiegt. Per Charterroute jetzt nicht. Kann man nicht. Öl liefern kann. Das ist doch einfach, das ist doch doof. Da kriegt man doch nie Öl darüber. Doch, doch, später schon. Also, es gibt auf jeden Fall auch Hauptinseln, auf denen das geht, aber. Wie soll ich mich da einlesen, Sarok? Wir müssten hier unten die Insel besiedeln. Da ist nämlich Öl. Nee, das bringt uns ja auch nicht weiter. Doch, das Öl. Ja, aber. Dann könnten wir die Produktion der neuen Welt in die alte Welt legen, einfach die Materialien wieder mitnehmen. Das quasi hier aufbauen. Die Frage ist, ob man sich einen Startöltanker irgendwo kaufen kann. Das muss ich aber durchlesen. Wir haben sowieso noch 6 Minuten, Sarok. Nicht mal mehr. Deshalb mal jetzt irgendwas anderes, wo wir Geld für kriegen. Zum Beispiel da gucken, ob hier immer noch die Pelzmäntel voll sind. Oder die Pelze. Oh yes. Ja. Kann man so sagen. Vielleicht bräuchten wir da bald nochmal ein neues Lagerhaus. Ich guck mal kurz, wie es mit den Pelzmänteln jetzt aussieht. Ja! 30. Ja! Gib mal ein bisschen, haben wir denn noch Toilettenpapier da? Gespeichert. Mein Toilettenpapier? Ja, du weißt, was ich meine. Das ist weiter unten, glaube ich. Da, 30. Ja. Naja, mal beobachten. Also sind jetzt. Also, was haben wir denn jetzt. Wo ist denn wenig von da? Siehst du irgendwas, was zu wenig haben? Nee, das sieht alles gut aus. Gulasch ist immer noch eher dürftig. Ja, wird aber. Und verkaufe also, jetzt mal ein paar Nähmaschinen. Die müssten doch jetzt langsam. Nee, ist immer noch nicht da. Wir brauchen echt Dampfschiffe, damit das schneller geht. Ja, alles. Also das nächste, was du dann angreifst, ist entweder Brillen oder Dampfmaschinen oder Hochräder. Hochräder brauchen bestimmt auch Strom für. Ich finde das schön, wie die Pendler da alle in den Pendlerkai strömen. Also die passen da doch alle gar nicht rein, so viele wieder reinströmen. So, her kurz Disconnect. Oh, schon wieder. Das wäre fast am einfachsten, die Hochräder. Vor allem Elektrizität. Ja, eben. Vielleicht auch nicht. Nee, okay, wir wollen jetzt erstmal nichts Neues bauen, Zarok.
Wir haben nicht mehr viel Zeit und das ist die letzte Aufnahme für heute. Achso. Ja, ich weiß aber dann nicht, was ich hier mache. Ja, bau doch mal noch ein paar mehr neue, normale Bauern einfach, damit wir mehr Geld kriegen, weil davon haben wir doch so viele Sachen. Boah, ein paar total normale. Die Frage ist, wohin? Eigentlich bist du bald unsere Produktion. Das ist Auftrag. Genau, wir können ja unsere Produktion dann demnächst auf die neue Insel da mit Öl verlagern. Schon wieder ein Geschenk. Öldampfer. Schade. Was ist das denn? Was war da? Miss Jorgensens Exemplar irgendwann? Guck doch nach. Nein, da nicht. Doch. Ein Hauptding. Kann man ausstellen bestimmt. Ich versuche das jetzt auszustellen. Geht nicht. Wer hätte damit gerechnet? Guck doch im Kontor nach. Ja! Hetz mich nicht. Schule bis 16 Vorschlag. Du hast Arbeiterhaus und Handwerkerhaus. Das ist doch voll gut. Stell das mal aus in der Gilde. Im Rathaus. Wo haben wir ein Rathaus? Ist da ein Rathaus? Nee, da ist ein Rathaus. Ja, moin! Oh, ja, aber da sind leider gar nicht so viele, die da wohnen. Naja, ist egal. Besser als gar nicht. Wir brauchen mehr Kaufleute, nicht mehr Handwerker. Wir verlieren wieder Geld. Wir gewinnen wieder Geld. Warum haben wir so wenig Kaufleute jetzt? Das finde ich irgendwie nicht gut. Jetzt haben wir gleich wieder zu wenig von den anderen. Aber du kannst ja auch mal neue Häuser bauen nochmal. Das wollte ich ja sowieso. Ja, das, die Frage war aber, wohin? Rechts. Ja, da oben. Rechts. Ja. Zur Not müssen wir halt irgendwann das Museum nochmal umziehen lassen. Wir werden sowieso ja unsere Produktion verlagern. Ja, Museum geht dann einfach nach hinten weiter. Ich würde noch einen ganzen Schwall mehr machen gleich. Einfach da nach hinten rechts durch. Genau. So ist doch hier. Warum geht das nicht? Irgendwo ist da im Weg. Ja, die Klippe. Nee, das bringt, du musst doch einen Weg haben. Was ist mit euch los? Du musst einen Weg haben. Du kannst nicht drei nebeneinander bauen. Oh. Deshalb ging das auch nicht. Valides Argument. Weg. Und dann. So, jetzt gibt's doch hier Geld. Weil wir produzieren von allem so viel zu viel. Ich glaub, du das in die Hand genommen hast. Meinst du echt, wir brauchen da ein neues von? Ja, weil das kommt hier nicht hin. Was sagt er? Ja, gut. Ja, ist halt es war, hier Kassel raus. War schon da, ne? Du hättest es nicht gebraucht. Die haben nur ein bisschen länger gebraucht. Du brauchst, glaube ich, kein Markthaus da mehr. Wir wollen keinen Ärger. Also die Hälfte hat er auf jeden Fall gerade schon wieder was. Ja, aber die verlieren es jetzt. Aber vielleicht einfach nur, weil sie bei dem anderen gerade waren. Warte mal einen kurzen Moment damit. Also die da oben hatten das gerade schon verloren. Aber es kann auch sein, dass sie einfach schon ausgezogen waren. Das weiß ich nicht. Ich baue da jetzt ein Markthaus hin. Okay. Was soll der Geiz? Ja, könnten halt vier Häuser stehen. Hier könnten ihre Häuser stehen. Sogar noch mehr, glaube ich. Naja, aber wir werden das beim nächsten Mal, wie gesagt, noch ein bisschen mehr investigieren, was das angeht. Das geht nicht. Geht jetzt auch nicht mehr, dass du nur was baust, sagt. Das war's nämlich für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut beim nächsten Video vorbei. Hier oben rechts in dieser Folge klicken, oben rechts Aspekt von mir und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.